Jetzt kommen die 10-Klasse-Lehrer. Okay.
Schula Realschule, Institut für Berufsorientierung und Rückführung ins stinknormale Leben. Mein Name ist Silvia Völker, was kann ich für Sie tun? Nein, die Frau Kelchner ist außermäßig. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass sie nicht da ist. Ein Schüler? Nee, geht trotzdem nicht. Nein, ich kann Ihnen die Handynummer nicht geben. Aufgelegt. Auch gut. Ich glaube, das mit der Begrüßung, das mache ich spontan. Das ist vielleicht besser. Also. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die letzten fünf oder sieben, Frau Rüffel, wie lange ist denn die durchschnittliche Verweildauer der Schüler im Institut? Frau Rüffel, können Sie bitte mal die Frau Philipp oder den Herrn Mies fragen, wie lange die durchschnittliche Verweildauer der Schüler im Institut ist? Irgendwie klappt halt nichts, ne? Egal. Fragt eh keiner mehr danach. Ich muss jetzt irgendwie hier vorbekommen. Also. Liebe Eltern, endlich ist es geschafft. Nie wieder lästige Anrufe von der Schule. Kein abendliches Ranzen ausräumen und durchsuchen nach ekligen Salamibroten. Wie ich sie beneide. Guten Tag. Ja, Augenblick bitte. Eltern. Schüler Realschule, Institut für Berufsorientierung und Rückführung ins stinknormale Leben. Mein werter Name ist Silvia Völker, was kann ich für Sie tun? Nein, die Frau Kelchner ist nicht da, die sucht gerade den Schulhund. Moment. So, ich bin gleich für Sie da. Frau Völker, weißt du, die Frau Kelchner ist euch? Nein. Die ablehnlich. Du, ich bin gerade ein wichtiges Gespräch versucht. Ja? Sorry. Komm ich später nochmal. Gute Idee. Ach Gott, es tut mir leid. Wir haben hier kaum Platz, also steht immer voll, mal weiß ich. Ich bin damit. Und hier ist die Hölle los. Tut mir leid. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Ich zieh mal kurz meine Jacke aus, sehr heiß hier. Mhm. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ich bin von der Firma Body & Style und hier in Mannheim für Ausbildung zuständig. Und wir suchen ständig hoffnungsvolle Schüler, die sich in der Kosmetikbranche ausbilden lassen wollen. Und was kann ich da für Sie tun? Einiges. Ja, wir haben halt einige Ausbildungsplätze anzugeben. Aha. Frau Völker, das wäre jetzt sehr dringend. Steffi, ich habe jetzt keine Zeit. Flüssig sprechen sollten Sie können. Das ist überhaupt kein Problem mit dem flüssig sprechen, dass wir Schülerinnen ohne Punkte bekommen. Kreativ sollten Sie sein. Kreativität ist auch eins unserer Steckenpferde. Gerade vor ein paar Tagen, wir haben wir einen Schüler auf dem Gebüsch gefischt. Der hat da das WLAN gesucht. Wir haben auch nicht kapiert, was der da will. Bis wir einen kleinen Hasen vorbeihoppeln gesehen haben. Verstehen Sie? Naja. Ist doch ein super Name für einen Hasen. Naja. Also ich meine damit eher Schminke. Sie, das hier ist echt dringend. Die Fünftklässler zerlegen ja da oben das Klassenzimmer. Ich brauche den Schulhund. Sag mal, was habt ihr heute alle mit der Kelch?
Ja. Verantwortungsbewusstsein ist uns auch sehr wichtig. Uns auch. Die Kinder brauchen was, was beruhigt. Ich bin doch kein Apotheker. Ich meine doch Teddy, unseren Schulhund. Und jemand, der auf Kundschaft eingeht. Das ist eine Kollegin. Ja und? Wer macht denn schon immer sein ganzes Leben lang das Gleiche? Guckt mal, ich habe gerade eine SMS von den Achtblättern vom Gardasee bekommen. Kommt, die Antworten schnell. Kommt. Sehr geil. Wissen Sie, wir sind hier unter uns Kollegen mal sehr vernetzt. Ja, das finde ich super, weil Kommunikationsfähigkeit und Empathiefähigkeit sind ja heute wichtiger als gute Not. Ja? Ja, absolut. Na dann? Hören Sie mal zu! Ja, Sie. Also wir, unser Unternehmen, bietet Ihnen ein Langzeitpraktikum. Ja, in diesem Langzeitpraktikum können Sie Ihre bereits erworbenen Fähigkeiten vertiefen und Sie bekommen 10% Rabatt im Personalkauf. Ist das ein Angebot? Das ist sehr nett. Eben ist mir gerade noch was eingefallen. Da hat vorhin so ein Typ angerufen, der wollte unbedingt die Frau Keltner sprechen. Und zwar geht es da um einen ehemaligen Schüler von uns. Und dieser Schüler, der stört wohl mit seiner Arbeitsweise den innerbetrieblichen Frieden. Der schon. Ja, der versucht da ständig irgendwelche Abläufe zu optimieren und hat das auch bei der betrieblichen Steuererklärung versucht. Und da hat er dann ein paar Abrechnungsfehler entdeckt. Herr Schüler? Jo. Mein Gott, was haben wir hier für gute Mathelehrer? Mensch, Linus? Jetzt reicht's aber, du bist doch nicht mehr in der Schule. Ich habe überhaupt nichts gemacht, Frau Kelchner. Du kannst doch einem Chef und so einem Riesenunternehmen falsch Steuerbetrug unterstellen und dann noch denken, dass der sich freut. Das konnte ich doch nicht wissen. Ich dachte, er hat einen Rechenfehler gemacht. Und in der Kantine will keine Sau neben dir sitzen, weil du denen ihre Akkordzeit unterbietest. Sie haben immer gesagt, dass wir immer unser Bestes geben sollen. Ja, Mensch, Marco, du musst doch auch mal chillen. Und was mache ich jetzt mit dir? Ich könnte vielleicht ein Praktikum bei Ihnen machen. Oh, bitte, Ruhe jetzt. Ich versuche eine Rede für die Abschlussfeier zu schreiben und ich habe noch keinen Schimmer wie. Frau Völker? Vielleicht könnte ich das doch für Sie machen. Oh, Lino! Wir wünschen euch alles Gute.